meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Argus. In der letzten Folge haben wir ein Safe entdeckt, beziehungsweise vielmehr Nico hat ein Safe entdeckt, da er ihn ist ein Stapel Kartons umgekippt. Der ist wohl ein bisschen durch die Wand geballert, durch die Wandverkleidung, und da war ein Safe hinter. So, Code gefunden, ein Zettel war auch, nur das Dumme, wir haben rausgefunden, es ist Blindenschrift. Die Blindenschrift ergab, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 4 mal 3 plus 5 mal 2 mal 1 plus 7. So, das ist die Aufgabe. Dann gab es noch den Erzengel der Gerechtigkeit. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Es gibt den Erzengel Michael, was natürlich passen würde auf unseren, ja, auf unseren komischen Mörder Michael. Oder es gibt natürlich den Erzengel Gabriel. So, ich hoffe mal, dass wir bei Michael richtig liegen. Lass uns mal gucken, wo wir weiter sind. Los geht's. Los geht's. Da sind wir wieder. Und da mir das Ergebnis jetzt, wie ich das gerade sagte, wenn ich mich richtig erinnere, das zusammengerechnet hatte, rahmengetütelt habe, dann eben halt Punkt vor Strich Rechnung und, sollte das Ergebnis... Ne? 29 sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dumm ich eigentlich bin. Wie lange die Schule her ist. Man braucht das ja heutzutage nicht. Danke, Tom G. Da sind also 29 die ersten Zahlen des Codes. Na, hoffe ich doch, oder? Kommen wir zur Aufgabe Nummer 2. Okay, war wohl richtig. Engel der Gerechtigkeit. Wofür soll das stehen? Aber das ergibt ja keinen Code. Aber ihr könnt ja auch ein bisschen was machen. Wartet, da lagen noch 3 Karten bei. Auf jeder stehen 2 römische Ziffern. Ja, super gut. Na, damit hätte es ja mal gleich um die Ecke gehen können. Hätte ich mich gleich noch mit dem vor der Aufnahme auseinandersetzen können. Die gehören sicherlich zu den Rätseln. Alter, sagte. So, hier haben wir einmal die römische 6 und die römische 3. Hier haben wir die römische 9, römische 6 und die römische 4 und römische 7. Okay. Wir können nichts dazu hacken. Wir müssen uns alles einzeln angucken. Nehmen wir den schönsten Engel für den Thumbnail raus. Es geht um den Erzengel der Gerechtigkeit. Das ist Michael. Folgedessen ist es auf jeden Fall diese Zahl, die bei der römisch 9 und römisch 6 liegen. Ich mache mal ganz kurz einen Screenshot von. Und mal gucken, was jetzt gesagt wird. Ich verstehe das so. Der Spruch Engel der Gerechtigkeit steht für eine der 3 Karten. Und die Zahl auf der entsprechenden Karte ist der letzte Teil des Tresorcodes. Oh, mein Ellbogen tut weh. Also, welche Karte ist gemeint und welche Zahl suchen wir somit? Moment. So hoch? Ach so, 9 und 7, sagt ihr, wer ist denn 97? Da, Babs. Ganz entschlossen. Wäre natürlich echt blöd, wenn dieser da nicht da wäre. Okay, dann wäre der Code 2997. Schauen wir mal, ob sich der Tresor öffnen lässt. Mach's nicht so spannend. Shit, der Tresor geht nicht auf, also muss der Code falsch sein. Was? Was? Nicht schlimm, gemeinsam kriegen wir das hin. Okay, da bin ich mal gespannt. Wieso ist das verkehrt? Also, das erste Rätsel, die Rechnungsaufgabe in Blindenschrift.
Wenn man Punkten mit der Tabelle vergleicht, dann kommt raus. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und dann geht Punkt vor Strich. Oh, jetzt habe ich mich. Ja, siehst du. Also, wo ist der Fehler? Und der Erzengel ist Michael. Das hast du also noch richtig, Tomschi. Dankeschön. Da, danke. Dann muss es wohl einen falschen Engel ausgewählt haben. Bei den Karten muss ich raten. Dann habe ich mich wohl bei den römischen Ziffern, den falschen Engel wohl eher. Wobei ich ja den Enkel eben halt wirklich, es muss der Erzengel Michael sein, meiner Meinung nach. Und das ist ja eben halt bekanntlich ja eine männliche Person. Aber es gibt den Engel der Gerechtigkeit. Also, folgedessen, mach dir keinen Kopf, Tomji. Lass uns zusammen überlegen. Och, komm. Ich unterbreche nur ungern, aber ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Was los? Das Schloss am Tresor, also diese Drehscheibe, sie bewegt sich nicht mehr. Wie kann das sein? Ich denke, durch den falschen Code hat sich ein Schutzmechanismus aktiviert. Och, komm schon. Nach einem falschen Versuch? Das ist natürlich echt blöd. Was, wenn man sich mal selber vertippt? Kann man ja mal passieren. Kriegen wir den Tresor anderweitig auf? Ich befürchte ja. Michael war schon immer übervorsichtig, aber er kann sich da auch mal vertippen. Scheiße. Man hätte ja auch googeln können, ne? Damit können wir den Inhalt des Tresors vergessen. Was? Aber auch so habe ich noch einige Akten aus den Kartons zum Durchsehen. Ja, toll. Aber es hat mich ja schon mal ein bisschen interessiert, tatsächlich, ne? Ich nehme mir jetzt einen großen Schwung mit nach Hause. Naja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Lass den Kopf nicht hängen. Ich melde mich, wenn ich was finde. Unrealistisch. Humbug. Ich hätte auf diesen Michael schwören können, Alter, ehrlich. Scheißdreck. Lest euch den Chat voll durch. Nico hat wichtige Hinweise gefunden. Ihr ermittelt immer noch wegen dem Mindbender-Fall? Sollten wir uns nicht besser auf die Argus-Morde konzentrieren? Womöglich hängen beide Mordserien zusammen. Was? Okay, Moment, ich lese gerade. Cartoon! Ah, guck mal. Das darf nicht wahr sein. Diese Vanessa Thomas, die scheint gar nicht da zu sein. Oder sie will uns einfach nicht öffnen. Ja. Also Fontane ist schon zurück zum Auto. Vielleicht sollten wir einfach morgen wieder. Okay. Ich hab schon auf euch gewartet. Kommt rein. Wir melden uns. Tritt ein, Mensch! Tritt ein und mache meine Bekanntschaft! Okay, gruselig. Wir melden uns. Was zur Hölle meint sie mit? Ich habe auf euch gewartet. Stimmt, diese Vanessa wusste doch nicht, dass sie kommt, oder? Womöglich hat Fontane ihr unterwegs Bescheid gegeben. Ah, klar, das wird sein. Aber die haben doch gar nicht die Vanessas Nummer. Es wird schon eine Erklärung dafür geben. Caro und Ben geben sich zeitnah wieder ein Update.
Sicher. Ich habe mir inzwischen den Chatverlauf mit Nico und Tim durchgelesen, Darling. Das ist eine Riesenspur zum Mörder. Damit sollten wir uns auch näher auseinandersetzen. Können wir uns bitte erstmal auf Caro Bellofontane konzentrieren? Ich habe gerade echt keinen Kopf für so etwas anderes. Das ewige Warten macht es auch nicht besser, Darling. Ja, vor allem, weil der Psycho immer noch Amy in seiner Gewalt hat. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Macht ihr, was ihr wollt. Ich kann mich gerade auf nichts anderes konzentrieren. Hallo zusammen. Darf ich vorstellen, das ist Kommissar Strasser, Tomji. Ja, woher wussten wir das? Ich vertraue ihm zu 100%. Er ist etwas offener, was alternative Herangehensweise an Kriminalfälle betrifft. Und auf der anderen Seite haben wir Tomji. Schon wieder. Die arme Seele, die irgendwie in diesen ganzen Morast gezogen wurde. Schon wieder. Aber vieles dafür tut, um Menschen in Gefahr zu helfen und die Wahrheit aufzudecken. Wir hatten damals Russisch oder so Polnisch gesprochen oder so. Freut mich, Tomji. Lassen Sie mich kurz anrufen. Natürlich hört es gleich so an. Glauben Sie mir, vor 3 Jahren hätte ich Ihnen und Tim noch den Vogel gezeigt. Aber mittlerweile frage ich noch nicht mehr nach. Selbst bei einem augenverschlingenden Monster nicht. Ah ja, okay, danke für den Anruf. Ed, ich habe polizeiliche Unterstützung. Die Sache ist inoffiziell. Helmut kann uns mit vielen Punkten helfen, Tomji. Wie es das Schicksal so will, hat er damals an den Mindbender-Fall gearbeitet. Und zusätzlich Unterstützung stützt er auch nun die Sonderkommission Argus. Bevor wir eigentlich zum Thema kommen, wo ist eigentlich Wolf? Hast du ihn schon verständigt? Nicht weinen, Herzlein, nicht weinen. Alles wird gut. Der hat momentan noch mit dem Nachwirkung des Waisenhauses einiges zu tun. Verstehe, das ergibt Sinn. Nun gut, dann zu unserem Fall. Ich vertraue Tim und deswegen kann ich Ihnen ein paar Details verraten, Tomji. So einfach? Geht bei der Polizei jeder so mit vertraulichen Informationen um? Vielen Dank. Und zum Ihren Glück, ja. Also. Sie haben ja Verhaftung dieser Una in Kempf mitbekommen. Die Schwester des Mordopfers Marie Kempf. Die Kollegin dort konnte in einer Tatort DNA-Spuren von Juna, wir müssen Juna finden. Meine Gefühl sagt mir aber etwas anderes. Jedes Beweisstück wirkt auf mich also, als würde es jemand für uns auf den Silbertablett servieren wollen. Kommissar Baris nahmen diese Danke an. Ich kann ihn ja nicht ausstehen. Er wurde aus der großen Stadt hierhin transferiert und jetzt glaubt er, dass er besser Bescheid wusste.
Er ist fast schon fanatisch, was diesen Fall betrifft. Er wollte so schnell wie möglich einen Schuldigen identifizieren. Das macht ihn aber auch irgendwie verdächtig, oder? Wissen Sie, warum Baris hierhin versetzt wurde? Das ist eine sehr interessante Frage. Nur Gemunkel aus dem Pausenraum. Ja, Polizei hat Pausenraum, alles klar. Aber er wollte unbedingt dieser Bezirke zugeteilt werden. Alles klar. Er hat das mal zu tun. Uiuiui. Du hattest aber noch eine Info, oder Helmut? Das ist korrekt. Um den Tod von Marie Kempf ragen sich nämlich noch mehr in Fragen als bisher angenommen. Laut den Berichten ist ihre Schwester Truna in Marie vor 3 Jahren für einen Auslandsaufenthalt nach Australien geflogen. Sie meldet sich sporadisch mit Bildern und diese Nachrichten von dort. Eigenartig war aber zu einem, dass sie selbst nie auf Bildern zu sehen war. Und so telefonieren hatte sie nie Zeit. Das ist gruselig. Das Pferd aus der Familie Kempf wurde zerschüttet, deswegen wurde hier auch nicht weiter nachgebohrt. Wir haben aber nachgebohrt. Erzählen Sie schon! Geduld, Domji. Alles zu seiner Zeit. Oh, der schreibt lang. Nach mehreren Telefonaten mit den Reiseveranstaltern und den australischen Behörden stellte sich heraus, dass Marie Kempf nie in Australien ankam. Ihr Aufenthalt wurde storniert. Kurz vor sie nach Australien fliegen sollte, hatte sie einen heftigen Streit mit Schwester. Und danach war sie verschwunden, spurlos. Ihre Schwester Runa ahnte nichts davon, dass davon ausging, dass Marie Australien sei. Es hat niemand gemerkt, dass sie nicht in Australien angekommen ist. Wo war sie denn all die drei Jahre? Aber Mary hat doch Nachrichten von dort geschrieben. Ja, aber immerhin ohne Bilder, ne? Das kann jeder geschrieben haben. Nein, die regelmäßigeren Nachrichten und das zerrüttete Verhältnis haben dazu geführt. Nun gilt es, diese Lücke von 3 Jahren zu füllen. Ja, ich kann dem Mörder abgeben, die Tippe, und ich denke nicht, dass es Alicia ist. Sie ist ja eine wunderschöne Frau. Ja, Amy ist es auch nicht. Sie ist nämlich die kleine Tochter von diese Reality Games, der große Boss. Ja, Ben ist es auch nicht, obwohl er ein bisschen lala im Kopf ist, aber nicht. Betty ist aber schon ganz anders. Ebenso wie Danu. Danu ist dort. Cleo ist dort. Lily ist dort. Lori ist dort. Louis ist dort. Tim ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Juna ist dort. Dr. Elias Frank, der ist eine ganz große Verdächtige. Ace ist ja nichts verdächtig. Der ist eine komische Dupe. Ich weiß nicht, was mit ihnen stimmt nicht. Jetzt schon sich denn irgendwie den Mörder aussuchen, ist ziemlich anstrengend. Okay. Hast du gesehen, dass ich gegeben habe, einen Tipp ab? Das sind echt entscheidende Informationen. Danke, Helmut. Gerne. Falls ich mehr weiß, ich melde mich bei Ihnen. Guti Puppi. Oh, hallo. Einmal zu viel gedrückt, darf ich mich da durch eine ganze Odyssee von Apps durchklicken. Okay. Leute, kurze Zwischenmeldung, yo. Es war keine Überzeugungsarbeit nötig. Vanessa hat uns direkt in den Keller geführt, yo. Tja, und jetzt stehen wir vor durchgebrochenem Wand, yo. Dem Durchgang zu den Katakomben, yo. Geht mal rein. Das ist interessant.
Sie hat den Durchgang nie verschlossen. Sehr gut. Dann schaut euch genau um. Jetzt schickt mir die rein. Dafür sind die da. Hotel? Nein. Katakomben? Ja. Machen wir, yo. Wir müssen finden, wie wir Argus aufhalten und Amy befreien können, yo. Und das, bevor der Mörder etwas Unüberlegtes tut und Argus sein nächstes Opfer auswählt, yo. Wenn Argus hier wirklich über Jahre oder Jahrzehnte eingesperrt war, dann findet ihr Garantiehinweise darauf, wie das möglich war. Fontane ist gerade durch das Dock gestiegen, yo. Ziehen wir es durch. Attacke! Ich halte das für eine sehr gute Idee, yo. Gut. Fontane. Ach, das ist so wunderbar aufregend. Achso, die hat mir ein bisschen... Ah, das ist ja eine wunderbare Aufregende. Zugegeben, das Hotel fand ich etwas unbehaglicher. Zuletzt hatte unser Verstand sogar eine klitzekleine Muertos-Streiche gespielt. Wir dachten, etwas gesehen zu haben, aber dass sie überhaupt nicht da war. Ist ein bisschen kaputt in den Kopf. Aber dieser Raum hier ist sehr wunderbar. Muy bien. Meine Güte, ich muss sie hier bisher annehmen und diese Vorstellung neu überdenken. Also haben sie schon etwas gefunden. Die Antiken, was sind die Zeichnungen an den die Wände? Eindeutig war dieser Raum eine Ehrenbezeugung. Bezeugungen? Besser Bezeugung als Erzeugungen. Ah! Die Sonne nur mehr zu bannen und die Macht zu berauben. Faszinierend. Muy bien. Bueno. Okay. Und Betty. Und? Es ist so wie im Video beschrieben, Darling. Schon mal über 20 Minuten aus? Ja, sind wir schon gleich. Oder Schikomiko machen hier, ne? Nein, das ist nicht. Es ist noch viel gewaltiger. Allein schon diese riesige Gänge, die unendlich erscheinen. Aber auch der Raum mit den Augen ist schon ganz krass, yo. Hauptsächlich Vasen, ne? Die Augen wirken extrem bedrohlich. Was befinden sich in den Tontöpfen? In den Raum ist der jetzt auch von dem Raum? Ne, aber ich finde, dass die Tontöpfe interessant, weil das ist. Warum stehen die Töpfe da rum? Das will ich wissen. Augen. Bitte sind da keine Augen drin. Oh Gott. Ich wollte eigentlich keinen öffnen, aber Ben hat hineingeschaut. In einem lag etwas Vertrocknetes. Keine Ahnung, was es einmal war. Oh Gott. Bitte keine Augen. Warte mal, Fontana hat etwas entdeckt. Noch mehr Augen. Noch mehr Augen. Findet ihr nicht, dass die wie ein Kruzifix angeordnet sind? Ja, genau das macht Fontana stutzig. Sie sieht direkt eine Verbindung zum verlassenen Hotel, yo. Oh, nö. Genau gesagt, zu dem Spruch an der Wand, findet das Buch hinter den Augen, yo. Oh Gott, nö. Und jetzt finden wir ein in die Wand eingeritztes Kruzifix, bestehend aus Augen, yo. Oh, nö. Als wollte euch irgendwas in dem Hotel genau darauf hinweisen. Ihr meint, hinter den Augen befindet sich ein Buch? Ich glaube, ihr interpretiert da ganz zu viel rein. Mich wurde allmählich gar nichts mehr. Zum Glück ist Fontane mitgekommen. Und ein Anruf. Mann, Leute, Professor Fontane hatte recht.
Die Steine an dieser Stelle, da, also die waren lose und dahinter war ein Buch. Moment, also das scheint ziemlich alt. Boah, der letzte war ja der ganze Höhleneingang. Ich wette mit dir, das ist so ein, kein Bannspruch, dass der Vogel gebannt wird, sondern vielmehr, dass er noch aggressiver wird. Jede Wette. Dafür wette ich meinen attraktiven, sexuellen Popo drauf. Ja. Fuck, was denn jetzt passiert? Ben, Caro, hallo? Okay, die sind erstmal eingesperrt. Gehen wir weiter rüber zu Lavradar. Okay, doch nicht. Scheiße, 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 yo. Leute, oh Gott, plötzlich hat hier alles zu wackeln begonnen. Die komplette Wand ist eingestürzt, haben wir uns doch gedacht. Der Durchgang zu Vanessas Haus, oh je, mine. Ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Boah, rot, 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 rot. Oh, verdammt. Ist euch was passiert? Nein, wir sind gerade so mit einem Schrecken davongekommen. Ben versucht, die Steine wegzuheben, aber sie bewegen sich keinen Millimeter. Verdammt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, Vanessa ist auf deiner Seite. Erstmal müsst ihr euch beruhigen, Darling. Diese Vanessa wird sicherlich gleich Hilfe rufen. Oder sie ist sie dort unten mit euch gefangen. Jetzt bin ich ein bisschen stolpern gekommen. Was wäre denn? Ja, ist sie, yo. Was zum Teufel? Sie wird doch gerade noch hier, yo. Okay, jetzt ist sie, oh, tot. Wie kann das sein? Wo ist sie hin, yo? Hoffentlich wurde sie nicht verschüttet. Dann hat sie sicherlich rechtzeitig zurück ins Haus geschafft. Sie ist einfach so verschwunden? Ja, wenn ich dir das so sage, yo. Sie war eben noch bei uns. Wir wollten die Polizei zwar raushalten, aber verständigt Hilfe. Sie müssen uns hier rausholen. Irgendwas stimmt hier nicht, yo. Okay. Wenn irgendwas da nicht stimmt, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.